Und wir machen weiter mit Saints Row Get Out of Hell. Okay, jetzt. Sammeln wir einfach mal das Ding hier ein. Antippen zum Springen. Ja, genau. Hier ist ein Pfeil, der uns irgendwas anzeigt. Nein, nicht schießen. Oh, scheiße. Es gibt echt zu viel in die Luft. Eine ganze Menge geht in die Luft, wollte ich sagen. Oh, das kennt sie. Charakter wechseln. Cool. Geht das so einfach? Klasse. Okay. Aufgabenlog. Wir machen mal Pflichtheiligenschein aufladen. Beschwörungskraft. Komm, nehmen wir die. Was ist das? Hier mitten auf der Straße. Closed. Aha. Alter! Verbinde dich mit Blackbeard? This is gonna be bad for my Seelenschwarm. Oh. Seelenschwarm. The Vault erkundet. Okay. Was ist das hier? Ist ja wohl kein Seelenschwarm. Hä? Kapier ich nicht. Ich hoffe, mir wird am Ende wieder alles angezeigt, was ich einsammeln kann. Seelenschwarm 5. Wow, okay. Da war die Ausdauer weg. Ist aber auch nichts anderes als die Datensammlung aus dem Profil. Just what I needed. Nur halt mit einem anderen Namen. Oh. Zehn von 100, sehr super. Was? Okay, also jetzt können wir schon mal super Sprung oder Flug. Kann ich bei Flug Ausdauererholung. Regeneriert sofort 25% deiner Ausdauer, wenn du nach einem Flug landest. Flugkraft, manche höhere Sprünge und stärkere. Was? Mache höhere Sprünge und stärkere Flügelschläge. Kann ich nicht direkt irgendwie Ausdauererhöhung? Oder warte mal, Ausdauer war doch eigentlich eher bei Upgrades, ne? Ausdauererhöhung, genau, das ist das hier, bei Stufe 2 erst. Schade. Okay, Ausdauererholung, machen wir das hier. 25% sofort. Ist schon mal. Okay, wenn das jetzt so weitergeht. Könnte man vielleicht doch am Ende sogar immer bei jeder Landung 100% wieder haben. Mehr kann ich nicht.
Auf dem Schiff, okay. Mal gucken, was ich hier machen darf. Berühre das Rad. Okay. Abandoned ship! We've been boarded! Was sind das für lustige Viecher? Hey. Imps, okay. Geld einsammeln. Wieso ist das hier draußen? I got a bit of treasure in that chest over there. The weapon you find inside may help with our little imp problem. Was jetzt? Wo jetzt? Da oben. Okay. Oh, ein Hammer! That is a freakishly large hammer. Schon 20. Geht aber schnell. I summoned these imps to serve as my crew. I forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain. They ran amok in the bowels of the ship. Und was jetzt? Noch mehr. Oh, die knabbern alle an mir. Was? Ich habe gerade eine Trophäe bekommen, ich habe nicht gesehen für was. Das sah aber lustig aus, wie die so viele von mir dran hingen. This isn't a boat. It's the Queen Anne's Revenge. Isn't that just a fancy name for a boat? Names are important, my dear. You can't build a legacy without a name. Zinyak's destruction of Earth had a profound impact on the afterlife. To heaven, it was a logistical nightmare. St. Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in Hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boom resulted in the coffers of Hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. I grant ye the ability to summon my crew whenever they're needed.
Bitte was? Du kannst nur dunkle Wesen rufen, damit sie dir dienen. Wow. Benutze, um schnell zur Beschwörung zu wechseln. Alles klar. Element, Imp. Rufe die kleinsten Vasallen der Hölle herbei, um Chaos und Unheil zu stiften und die Aufmerksamkeit von dir abzulenken. Und verbesserst du diese Kraft, kommen mehr Imps. Okay, bla 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 und so weiter. Minispiel, Glyphen. Blackbeard hat seine Piratenkisten und geheimen Glyphen enthüllt. Cool. Waffe, Gotteshammer. Du kannst an allen Sinterpol-Automaten Gotteshammer ausrüsten. Was? Sinterpol? Okay. Alles klar. Neue Herausforderung. Das war erstmal eine von vier Zielen. Kaufe oder verbessere eine Waffe. Das klingt relativ einfach. Check out the vending machine near the Ultor building. Beschwörungstutorial. No. Have you bought stuff from a store already? Probably. But I would be remiss as your guide if I didn't show you the basics. Ich mach doch erstmal das Beschwörungstutorial. All right, matey. It's time for your lesson. Let's summon me favorite scurvy little hellion, the imp. Why don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? There you go, matey. Now take down the other demon. Ernsthaft, so einfach? Those ankle biters are vicious. Now let's practice your aim. Take down the demons on the islands. Okay, ist einfach. Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going. There's a whole wide world waiting to be plundered. Okay. Auf jeden Fall interessantere Superkräfte als in Synthro 4. Macht schon irgendwie Spaß. Warum muss ich jetzt die Tür öffnen, bevor ich durchrennen kann? Ist doch langweilig. Sind das hier alles Zombies oder? Hey, sag mal, aufpassen tun die aber auch nicht, wo die langfahren, ne? Ich find's toll. Let's go! Oh, Lightning. Is there nothing you can't do? Was ist das? Oh. Armory. Bekanntheit löschen. Okay. Munition kaufen. Waffe kaufen, verbessern. Okay, jetzt kann ich den Hammer hier schon verbessern. Schaden. Schlag. Oh, 40.000.
Energiewerfer. Klingt auch nicht schlecht. Nehme ich. Verlasse den Laden. The vending machines in hell have weapons. Hell keeps getting better and better. Kann ich vielleicht noch irgendwo Kleidung kaufen oder so? Das wäre jetzt echt genial. Erlösung? Nein. Waffen? Nein. Unbekannte Aktivität. Aktivität. Spiel. Ich will einen Laden, keine Waffen. Aktiviere den Altar. Finde die drei Glyphen. Ist das? Sammle die Blastkraft ein. Okay. Blast gab es doch schon in Zethro 4. Aurakraft. Okay. Hier oben gibt es noch was. Stampferkraft. Ich will einen Klamottenladen. Höllenflug. Was ist denn hier eigentlich in der Nähe? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Auf Grimlock. Sprich zu den Ultor... Was? Sprich in der Ultor-Lobby mit denen. Loyalität. Okay. Heiligenschein aufladen. Mach ich erstmal hier weiter. War ganz schön knapp gerade. Okay, es gibt hier noch andere. Irgendwas mit Flügeln. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Menschen sind. See what these things can do. Gotta find more. Okay, hier oben wird getanzt. Oh. Hier ist sogar schon das Ziel. Entdeckt der Nachbarschaften. Okay, einmal über die Stadt drüber fliegen und schon hat man alle Nachbarschaften entdeckt. Hier geht's rein. Ich hoffe, hier gibt's neue Klamotten oder sowas. Hier ist auf jeden Fall Party. Lights up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest is piqued, and he looks to test
his visitor's metal. The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached, but soon they realized that they faced a foe with courage and nobility, traits uncommon in the fires of perdition. Warum schießen die auf mich? Was habe ich getan? Nimm doch den Hammer. Mit dem Ding komme ich nicht weit. Okay, maybe I do like murder. A little. Dämonenkill. Was? Ist klar. Ja, genau, verzieh dich, du Arschloch. Weil der Schiss hat. Oh, ich hab noch mehr Waffen. Seit wann das? Der stirbt einfach nicht. Sag mal. Das kapier ich nicht. Warum will der nicht sterben? The inciting incident resolved. The time had come for rising action. The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow. Could this mortal be the exact thing that Shakespeare needed? Töte die Dämon. Achso. This battle is far from over, mortal. Arise! And now, Act 3! Mehr kann ich nicht rufen. Kommen ja immer wieder. Ist noch irgendwo einer? Wie viele will er noch rufen? Hä?
Kopfschuss-Kills, okay. Alter, wie viel denn noch? The conflict resolved. Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. And while happy endings were not a thing found in hell, Shakespeare always had a soft spot for companies. In the land of the living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. And so Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power of Force Stomping. Stampfer. Mal wieder. Element Gewalt. Okay. Minispiel Rache. Stampfer Tutorial. The mortal stands in the training ground, eager to try out his new Force Stomp power on the group of demons in front of them. Your friend. Suit, in which our protagonist kills more demons with Force Stomp. Act 2, in which our protagonist is greeted by foul imps. In which our protagonist learns that Force Stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a Dark Inciter's shield before shooting them to death with bullets. There is also a mistaken identity. The day is won, and the curtain closes on our noble hero. Cool. Verbinde dich mit Vlad. Aurakraft. Okay, in der nächsten Folge werden wir die Aurakraft einsammeln und mal gucken, ob wir dann noch Zeit für die Blastkraft haben. Auf jeden Fall. Hier speichern und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann!